So, YouTube-Paket, Leute. YouTube Unpacking. Erste Mal. 100.000k. Dieses Paket kam vor, weiß ich gar nicht, 2 Wochen oder so an. Pünktlich. Ja, pünktlich. Was ist denn jetzt hier? Was ist das für eine Scheiße? Dass ich das kaputt mache? So. Okay, laut. Da ist er. Oh, da steht sogar was drin. Eine kleine Urkunde. Eine kleine Urkunde oder was auch immer das sein soll. YouTube, was steht da? Some 100.000 subscribers. Just how far you have come. In each of your subscribers were a light year that could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far. Bla bla bla. Interessiert keinen. So, dann noch eine Karte. Was ist das? Congratulations on your use subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Rick hat das für mich also zusammengepackt. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us. Also wenn es kaputt ist, dann kann ich nochmal... Ja. Die Mods sollen sich mal danach vorstellen. Warum... was gibt es da für uns vorzustellen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mods. So, erstmal hier auspacken. Ne? So sieht der Award. Wir sind nur eine Zahl. Das ist der Award. Eingepackt hier in so einer Folie. Den hole ich jetzt mal raus. Ne? Hole ich jetzt mal raus. So sieht der aus. Steht da presented by the to the Big Greek for passing 100.000 subscribers. YouTube. Der Silver Award. Spiegel hier, ne? Spiegelt sich. Das heißt, das Ding kann ich aufhängen. Hinten sind solche Aufhängdinger. Das heißt, ich kann den an der Wand hängen. Ne? Ja, was soll man dazu sagen? Schönes Küsschen hier, ne? Ja. Sieht nett aus, ne? Ja. Sieht schön aus. Riecht gut. Ist neu, riecht. Aber ich muss gestehen, so richtig teures Material wird es nicht sein. Ist auch völlig egal. Es ist ja auch, ich finde es ja auch gut, dass YouTube sowas auch verschickt an die Leute. Recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. To purchase authorized copies of your creator award, email, bla bla. Das heißt, man kann auch Kopien davon anfordern, die kosten aber Geld. Das hatte der Producer, der Small Greek, hatte angedacht, sich auch eins schicken zu lassen. Und so, das war's schon. Das war schon das Unpacking des Silver Awards. Ich muss jetzt natürlich noch überlegen, wo ich das hier hinlege. Ich gucke es schön nochmal hier in die Kamera. So sieht's aus. Ja. Überlegen, wo ich das hinpacke, ich weiß es nicht. Vorübergehend wahrscheinlich auf der Kommode. Machen wir mal direkt. Aber nicht, dass es hinfällt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es hinfällt. So, da hinten kann man es ein bisschen sehen. Da ist der YouTuber-Wort von meiner Glatze. Aber, na, egal. Scheiß drauf. Hol Hammer und Nagel raus. Nee, jetzt nicht. Habe ich keinen Bock. So, jetzt... Highlight des Tages. Also das Mod-Paket. Erstmal, das wiegt 100 Gramm. Mehr ist das nicht. Also, und das ist ein Riesenpaket, ne? Riesenpaket hier. Ja? Viel Füllmaterial. Ich muss aufpassen, dass meine Adresse nicht gezeigt hier. Ich trottel. Und da, ich weiß, ist da überhaupt irgendwas drin oder ist das ein Verarsche jetzt? Danke an das Dip für Gifted Sub an Anna Musischuk. Anna guckt noch zu wahrscheinlich wegen dem Greetings to Ukraine. Hope you are well, Anna. Nothing special this YouTube award. You will get also one. So. Okay, was kommt denn hier? TBG only. Bitte erst lesen, dann auspacken. Okay. Ihr macht es immer so spannend, Jungs. Wir hatten so einen Spaß damit. Ach, ihn auch haben. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, ey. TBG für die Mods, die Mods für TBG. Frei nach Alexandre Dumas. Lieber TBG, die 100.000 Abonnenten hast du dir redlich verdient mit deinem guten Content. Gut, sensationell. Wir, deine Stream-Mods, möchten dazu herzlich gratulieren und über unsere Mod-Tätigkeit hinaus dich mit diesen 3 praktischen Tools in deiner Arbeit unterstützen. Wir stellen das unter das Motto Stay cool, stay safe, stay pretty. Das erste kleine Präsent soll dir helfen, dein Temperament ein wenig zu zügeln.
Sicher, wir schauen alle gerne deinen Stream, weil sie unterhaltsam sind. Aber wir machen uns ab und zu an Sorgen, ob das alles gut ist für deinen Blutdruck und die Herzkranzgefäße. Deswegen haben wir, um dir beim Cooldown in allzu hitzigen Situationen zu unterstützen, Präsent Nummer 1 ausgesucht. Stay cool. Soll ich Stay cool erstmal auspacken? Ja. Yep. Und was ist Stay cool? Das ist 3, das ist 2, das ist 1. Okay, habt ihr gut nummeriert? Das ist die 1. Ach, die Zahlen habe ich groß genug draufgeschrieben. Sensationell, Karoli, du bist echt unglaublich. Ja, Zahlen schreiben kann ich. Du machst es mir so einfach. Ich habe noch studiert. So, was könnte da drin sein? Schokolade. Fühlt sich aber nicht an wie eine Schokolade. Ah, fast. Ja, ist was Ähnliches. Ist aber eine Schokolade. Nee, was ist das denn? Silikon-Schokoladenfolie für Schachfiguren? Was ist das denn her? Der Rest was ist das Internet alles so hergeben, ne? Unglaublich. Leute. Man kann auch Eiswürfel mitmachen. Silikon-Schokoladenfolie für Schachfiguren. Das heißt, damit kann ich Schokofiguren basteln. Kann ich das? Ja, schwarz und weiße. Kann ich das auch essen? Nee, ne? Das ist Silikon. Kann man nicht essen. So. Damit wird demnächst Schoko gemacht. So, das zweite Präsent soll dich vor Schädigung des Kopfes schützen. Oh nein. Mehr als einmal haben wir gesehen, wie du deine Begeisterung für einen genialen Zug im Stream dadurch Ausdruck verleihst, dass du mit beiden Händen mal gepflegt auf die eigene Platte haust. Wenn wir nun noch bedenken, dass die Tage ja auch schon wieder kürzer werden und du mit Joggen im Halbdunkeln so deine Erfahrung gemacht hast, ihr erinnert euch, ne? Wollen wir mit dem zweiten Präsent besonders für deine Sicherheit sorgen. Stay safe. Helm. Das ist Nummer 2 hier, Chat. Nummer 2. Das könnte ein Helm sein. Ja. Ja, ich hatte mir keine andere Packung mehr, wo der Helm reinpasst. Ein Spartaner-Helm? Wie geil ist das denn? Aber das ist ja heftig geil. Ein Spartaner-Helm. Was man halt im Internet so findet, wenn man sucht. Ja, sicher. Was ist das denn hier? Die Brille muss ich aber abnehmen, glaube ich. Und wo kommt das hier drauf? Oben. Oben sind Löcher, da kannst du es reinstecken. Stimmt. Warte mal, ist das so richtig? Jede Woche ein Stream mit Sparta-Helm. Ah. Yay. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Sparta! Da haben wir's. Das geht gar nicht hoch hier. Was ist das denn? Mega geile, mega geile Konstruktion. Von Spartaner Hand geschmiedet, ey. Heftig. Aber geil. So kann ich mal in Sub-Battle rein, ey. Richtig geil. So, was ist das nächste? Ich kann zumindest durch die Löcher noch lesen, vielleicht. Mit dem dritten Präsent ohne Lesebrille muss ich es weghalten hier. Ganz weit. Mit dem dritten, wahrscheinlich Mama Kauli weiß es auch, ne? Muss man ganz weit wegkehren ohne Lesebrille. Selbst ich schon. Selbst du, du bist doch älter als ich. Mit dem dritten Präsent haben wir insbesondere an deine weiblichen Fans gedacht. Wir müssen es auf den Punkt bringen. Auch das Aussehen ist wichtig für einen erfolgreichen Influencer. Gerade in der Damenwelt kommt ein markantes Aussehen, wie es Phil Collins, der späte Sean Connery und auch du mit der gepflegten Kurzhaarfrisur demonstrieren, gut an. Damit du immer daran erinnert wirst, was die Damen von dir erwarten, haben wir dir das dritte Präsent besorgt. Stay pretty. Wir verneigen uns vor dir. Erstmal ausmachen. Also irgendwann tut die Haube schon ein bisschen weh hier. So. Oh, das ist eine Karikatur. Hey, die sieht doch richtig schön aus. Gut getroffen. Wer hat das denn bitte gezeichnet? Auch das findet man im Internet. Das war ein Künstler in Kiew, der dafür viel Geld genommen hat. Lava, 2 Euro oder was? War ein paar Euro mehr. Geile Karikatur, muss ich sagen. Der hat mich ja extrem genau getroffen, muss ich sagen. Ja, wir haben ihm noch Fotos geschickt. Und nun schwarzer König. Wieso hat er nur einen schwarzen König gemacht? Jede Figur kostet extra. Das ging sich mit unserem Moderatorengehalt nicht wirklich mehr aus. Ah, sehr nice. Sehr nice. Schön, schön. Das werde ich direkt... Beim nächsten Stream werdet ihr euch wundern, da wird alles irgendwo hängen. Wo ihr es nicht seht. Nein, natürlich nicht. So, ihr erlaubt es mir, diesen Helm abzunehmen. Aber sowas von. Ah, der Kampf ist... Wo habt ihr das gekauft? Spartan-Helmet.
Also ich glaube, nach ein paar Mal tragen stinkt das auch wie Hulle, das Ding. Aber geil. Also das ist echt, eigentlich das ist auch so im Stream im Hintergrund. Ich lasse mir was einfallen. Sehr geil. So, Lesebrille wieder. So, hier steht noch was. Wir verneigen uns vor dir und deinem Genie und überlegen uns schon, womit wir dich zum 200k-Stream überraschen können. Oder dem 300k-Stream. Mit diesen praktischen Tools kann es ja nicht mehr lange dauern. Deine Mods. Asgaffel, Donbo, Johnny, Kaulin, Naughty, Pabre. Danke euch, meine Lieben. Schön auch alphabetisch geordnet. Top. Damit keiner sich hintergangen fühlt. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei euch für die Arbeit, die ihr in dieser Community mit reinbringt. Eure Ideen und ich weiß es zu schätzen, auch wenn das vielleicht manchmal nicht rüberkommt. Es ist sehr, sehr viel, was ihr macht und ohne euch könnte das Ganze hier natürlich auch nicht funktionieren und ich bin sehr, sehr froh, dass ich euch habe und dass ihr immer wieder dabei seid und auch, ihr dürft auch gerne kritisch mir gegenüber sein, das wisst ihr natürlich auch. Ne? Also mir kann man alles besprechen auf dem Discord oder vier Augen und ich hoffe irgendwie, dass wir uns dieses Jahr auch mal sehen. Irgendwie dass man eine Veranstaltung macht, wo ich ein paar Leute einladen kann, insbesondere euch und ja, ich hoffe wirklich, dass wir uns ganz, ganz bald auch mal treffen können. Das wäre richtig geil. Mal schauen, ja, ob da irgendwie... Ich auch. Ja. Das wäre wirklich interessant. Interessant, das wäre eine schöne Sache, Mann. Interessant. Super geil. Ihr dürftet saufen, ich saufe nicht mehr, weil ich würde euch das Geld, ich würde alles spendieren. Und ja, kriegen wir hin. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Leute, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne.